Hallo ihr Lieben, ich mache an dieser Hand, an meiner bösen Hand, eine Gel-Neumodellage und habe gedacht, ich nehme euch dabei mit. Die Modellage werde ich auch so ein bisschen im Nude-Look machen, sodass die zu meiner anderen Hand passt. Anfangen tue ich mit meinem Bond. Naturnägel habe ich vorbereitet, Tipps geklebt. Wenn ihr nochmal sehen möchtet, wie ich das mache, dazu gibt es zwei Einzelvideos. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch die auch anschaut. Ein säurefreier Primer, deswegen macht das nichts, wenn der auch über den Tipp kommt. Ich habe die Tipps so ein klein bisschen anmattiert, anmattiert klar, aber so ein klein bisschen in die Ballerina-Form, in so eine angedeutete vorgefeilt. Da eigentlich Tunneltipps. Aber wie ihr seht, habe ich die ein bisschen enttunnelt, sozusagen. Und ja, vorne viel schmaler gefeilt, weil ich das einfach im Moment schöner finde als so ein normaler Square. Den trage ich sehr ungern. Im Moment kann sich aber auch schnell wieder ändern. So, jetzt trage ich mein Kraftgel auf. So, jetzt trage ich mein Haftgel ein. Mein Haftgel auf, das massiere ich wie immer schön dünn ein. Verteile das erstmal auch hier vorne auf den Tipp. Dann schön dünn einmassieren. Weniger ist mehr. Das reicht hier schon für zwei Nägel, was ich auf dem Pinsel habe. So, das kommt jetzt in die Lampe. So, jetzt mache ich eine dünne Zwischenschicht, weil ich danach mit Covergel weiterarbeiten möchte. Und ich setze das Covergel ungern direkt nur aufs Haftgel. Da hatte ich schon mal Lifting-Probleme, deswegen setze ich da eine ganz dünne Schicht Fiberglasgel jetzt dazwischen. Einfach aufstreichen. Wenn ihr da auch schon Probleme hattet mal mit Liftings, probiert das mal aus mit dieser Zwischenschicht. Also bei mir hilft das super. So, jetzt möchte ich mein neues Covergel testen. Das ist das Cover 1 von 2M Beauty. Das ist so richtig schön rosa und ich bin total gespannt, wie sich das verarbeiten lässt. Das teste ich jetzt zum ersten Mal. Das hatte ich gesehen und da habe ich gedacht, das musst du dir bestellen. So eins suchst du schon so lange. Ist richtig schön hellrosa. So. Erstmal mache ich mir eine Kontaktschicht. Wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, wenn es ein bisschen komisch aussieht. Ich arbeite hier mit links. So, jetzt nehme ich mir eine größere Kugel. Die hier ab. Ich glaube, das ist auch ganz toll für Babyboomer, das Gel. Und da da schon Fiberglaspartikel drin sind, werde ich mir damit jetzt auch schon einen Teil des Aufbaus erarbeiten.
Zieht sich schön glatt, aber nicht zu schnell. Also man hat schon richtig Zeit zu modellieren. Das gefällt mir. So, es kommt jetzt in die Lampe, aber vorher hier unten habe ich einmal gepatzt. Muss ich einmal sauber machen. So, jetzt kommt das in die Lampe. So, an dem Zeigefinger möchte ich Glitzer verarbeiten, grobes Glitzer, und deswegen mache ich jetzt erstmal eine Nagelbettverlängerung. Zuerst eine Kontaktschicht. Na. Jetzt setze ich mir hier vorne was ab. Und modelliere mir das schön zu beiden Seiten runter. Links ist das gar nicht so einfach. So, jetzt ziehe ich hier einmal nach. Der anderen Seite brauche ich das gar nicht. Und dann gebe ich das in die Lampe. So, zum Glitter einlegen. Benutze ich jetzt ein dünn viskoses Einphasengel. Ich habe die Smiler noch mal leicht befeilt und angebuffert und mache jetzt hier mit dem Silikonpinsel eine dünne, klare Schicht. Dann nehme ich mir hier diese Flakes und das ist so ein Mixglitzer aus Silikon und metallischen Glitzern. Damit fange ich mal an. Schieb mir das hier schön an die Smileline ran. Also ich möchte gar nicht so viel Glitzer. Ich möchte auch noch ein bisschen diesen Clear-Effekt haben. So. Den einmal sauber ein bisschen. Und dann gehe ich ins Gel. Und in meine Flakes, die ich noch einlegen möchte. Die sind wirklich hauchdünn. Ich glaube, Mika heißen die. Mika Flakes. Aber verlinke ich wie immer in der Infobox. So, ich drücke das richtig schön flach an. Und dann seht ihr von der Seite. Also der stört jetzt hier. Den nehmen wir mal. Oder drücken den hier hoch, geht auch. Und den Rest
habe ich richtig schön angedrückt, seht ihr, ne? Also es ist noch Platz, obwohl ich das Make-up-Gel sehr, sehr dünn gearbeitet habe. Und das fülle ich jetzt mit klarem Gel auf. Aber erstmal härte ich das hier an. So, an die Smile-Line setze ich mir jetzt hier, habe ich so ein Rosé-Glitzer-Gel. Das setze ich mir jetzt hier noch an die Smile-Line ran. Damit die ein bisschen mehr zur Geltung kommt und nachher nicht einfach nur so verschwommen ist. Das mag ich nämlich nicht so gerne. Nicht bei Clear-Effekt. So, jetzt lasse ich das ein kleines bisschen auslaufen ins Nagelbett, ins Nagelbett, in die Nagelspitze. Aber nur ein kleines bisschen, weil ich möchte ja, dass da der lose Glitzer auch zur Geltung kommt. Das härte ich jetzt nochmal an. So, jetzt mache ich erstmal an meinem Ringfinger weiter. Da wird nachher ganz feiner Glitzerstaub verarbeitet. Und deswegen baue ich den Nagel jetzt mit Fiberglas Gel auf. Da brauche ich ja kein Make-up-Gel. Das würde man ja eh nicht sehen. Das lässt sich echt super easy verarbeiten. Nur es wird warm. Es wird wirklich warm. Man sollte es nicht zu dick verarbeiten. Dann lieber zwei Streichschichten. Ich bin bei mir selber nicht ganz so pingelig. Ich kann gut was aushalten, deswegen mache ich es jetzt in einer. Aber wenn ihr empfindlich seid und dieses Gel benutzen solltet, macht lieber zwei Schichten. Ich nur empfehlen. Funktioniert als Haftgel auch super. So. So, an den anderen Nägeln habe ich den Aufbau fertig gemacht. Am Zeigefinger fülle ich das French jetzt erstmal mit Clear auf. Um das mit dem Glitzer. Hups. Das war wieder der Vorführeffekt. Der Sahne-Moment. Sorry. Aber so ist das eben, wenn man sich die Hand mit links macht. Also, es kann mir keiner erzählen, dass ihm nicht schon mal solche Patzer passiert sind. Und ich stehe dazu. Das brauche ich jetzt auch nicht rausschneiden oder so. Das bleibt so. Wie gesagt, ich fülle das hier vorne mit klarem Gel auf. Nur, dass das Glitzer richtig schön eingepackt ist. Dann ziehe ich mir das nach hinten. Härte das ganz kurz an. So sieht das jetzt von der Seite aus. Und jetzt beende ich den Aufbau. Ich das noch ein bisschen ausgleiche. Ihr habt ja gerade gesehen, der Nagel fällt noch ein bisschen nach vorne ab. Das möchte ich noch ausgleichen. Und hier hinten ist auch noch nicht alles eben. Da noch ein bisschen Gel hin.
Ich arbeite am liebsten, ich glaube, viele wissen das inzwischen, die meine Videos gucken, mit dünnen bis mittelviskosen Gelen, die sich schön glatt ziehen, weil ich damit einfach schneller arbeite. Als ich angefangen bin, habe ich am liebsten mit standfest gearbeitet, aber inzwischen ist mir das einfach zu viel Feilarbeit und dauert mir zu lange. Komm mit diesen besser klar, aber das ist Geschmackssache. So, das kommt jetzt in die Lampe. Dann feile ich die Nägel in Form und dann sehen wir uns wieder. So, meine Nägel sind alle in Form gefeilt. Jetzt nehme ich mein Flex Finish, Versiegler ohne Schwitzschicht und trage mir auf den Ringfinger eine Schicht auf. Eine satte. Wichtig dabei ist, dass der Rand unten sauber ist. So. Jetzt nehme ich mir meinen Glitzerstab Holo. Pro Pusher. Vorne gehe ich mal so rein. Und hier hinten streue ich mir das schön drüber. Und da mache ich auch jetzt bewusst mal kein Farbgel drunter, weil das deckt so auch schön. Also es gibt ja von mir noch andere Videos, wo ich zeige, wie das mit Farbgelen ohne Schwitzschicht auch geht, wo man dann so eine Art Chromeffekt auch bekommt mit denen. Aber ich möchte es jetzt mal anders verarbeiten. So, das kommt jetzt in die Lampe. So, jetzt nehme ich meinen Staubpinsel, nehme mir den Überschuss runter. Jetzt sehe ich, hier fehlt mir eine Ecke. Ist gar nicht schlimm. Dann nehme ich mir nochmal meinen Flex Finish. Setze mir genau da nochmal was drauf. Und nochmal in die Lampe. So. Überschuss wieder ab. Und dann ist meine Ecke auch ausgeglichen. So, jetzt nehme ich mir wieder mein Flex Finish und gehe nochmal drüber. Und packe mir das schön ein hier. So, das kommt jetzt wieder in die Lampe. So, jetzt versiegele ich meine restlichen Nägel und klebe noch ein bisschen Strass und Perlchen. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. Auf meinen Daumen habe ich auf das Make-up-Gel einfach ein bisschen Morpholy gelegt. Und dann mit Kleegel überzogen, damit das zu meinem anderen Daumen ein bisschen passt. Das habe ich ja in meinem Acrylvideo schon gezeigt und das ist ganz einfach. Einfach drauflegen und dann den Aufbau machen mit Kleegel. Oder ihr legt es unter die Versiegelung, wenn ihr Angst habt, dass ihr es euch wegfällt. Geht auch. Die ist ja so flach, die Folie. So, das ist der Daumen. Jetzt durch die Versiegelung kommt mein Glitzer-French auch schön raus. Am Zeigefinger.
schöner Clear-Effekt, so wie ich das haben wollte. Ich glaube, das Video war auch mal gewünscht, also einfach zu zeigen, wie man groben Glitzer verarbeitet. Ich hoffe, das habe ich hiermit dann auch erfüllt. So, ich versiegel hier fertig. So, jetzt klebe ich noch meinen Strass. Ich habe am Ringfinger meine Form noch ein bisschen behoben. Das war mir ein bisschen zu schief, also ich habe da noch mal nachgefeilt und neu versiegelt. Jetzt gefällt es mir besser. Wobei meine böse Hand nie perfekt ist. Wird sie auch, glaube ich, nie werden. Aber das macht nichts. So reicht mir das. Jetzt klebe ich noch ein paar Perlchen und Steinchen. Anfangen tue ich hier mit meinen Perlen. Und zwar eine in die Mitte. Und jeweils eine daneben. Muss sagen, bei dem Kleber habe ich auch keine Angst, dass ich die verliere oder so. Also, der hat sich so bewährt. Der hält echt 4 Wochen alles, auch diese größeren Perlen und Strassgeschichten. Der ist so super. So, jetzt werde ich noch an meinem kleinen Finger ein paar Rosésteinchen setzen, genau wie am anderen kleinen Finger. Anfangen tue ich mit dem größten. Wieder ein kleines Tröpfchen Kleber. Kommt ein etwas kleinerer daneben. Jetzt habe ich gewackelt. So. Jetzt kommen hier noch zwei kleine daneben. So. Ich klebe das hier mal eben fertig und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, jetzt kommt noch mein heißgeliebtes Schokoöl.
Dann bin ich fertig. Ja, eine Hand Acryl, eine Hand Gel. Also Gel versus Acryl. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, mit was ihr lieber arbeitet. Also welches Material euch besser gefällt. Würde mich mal interessieren. Alles Liebe. Yalla, bye bye.